das Jahr 30, an einem Sonntag, zieht Jesus Christus in Jerusalem ein. Die Evangelisten betonen die Friedfertigkeit des Vorgangs. Matthäus: Dies aber geschah, damit das Wort des Propheten erfüllet werde, der da spricht: Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig geritten, auf einer Eselin. Trotz der friedlichen Szenerie soll Christus eine düstere Prophezeiung über die Stadt ausgesprochen haben. Lukas: Ach, Jerusalem, würdest du doch erkennen, was dir Frieden bringt. Aber du bist blind dafür. Sie werden dich und deine Einwohner völlig vernichten. Tausend Jahre später fallen sämtliche Einwohner Jerusalems dem Schwert zum Opfer. Die Täter handeln im Namen Gottes und tragen das Zeichen des Friedensfürsten. Es handelt sich um ein christliches Heer, das im Jahr 1099 die von Muslims beherrschte Stadt Jerusalem stürmt. Wenigstens 60.000 Menschen, Muslims, Juden und Christen, werden teilweise im Blutrausch, teilweise kaltblütig niedergemetzelt. Ein Chronist berichtet: Einige der Heiden wurden gnädig enthauptet. Andere fielen mit Pfeilen gespickt von den Türmen. Andere wurden gequält und verbrannt. Ganze Haufen von Köpfen, Händen und Füßen lagen in den Häusern. So geschehen am 15. Juli 1099 in Jerusalem. Gott will es, war der Schlachtruf der christlichen Streiter. Ein Augenzeuge: Unsere Leute nahmen sich Gold, Silber, Pferde und Maulesel. Niemand hat je eine solche Abschlachtung von Heiden gesehen oder davon gehört. Niemand außer Gott weiß, wie viele es waren. Das Geschehen war durch einen Papst ausgelöst worden, 3 Jahre vorher, im Herzen Frankreichs. Clermont, 27. November 1095. In der Stadt beraten seit mehreren Tagen etwa 300 Bischöfe und Äbte finanzielle und politische Angelegenheiten der französischen Kirche. Am letzten Tag hält Papst Urban II. Vor dem Konzil eine große Rede über die brennenden Fragen der Zeit. Erneut zieht Papst Urban wortgewaltig gegen die Feinde der Kirchenreform ins Feld. Erneut wettert er gegen den deutschen König Heinrich, der noch immer die Bischöfe selbst einsetzt. Erneut warnt er Heinrichs Gegenpapst, der sich in Rom festgesetzt hat. Erneut verurteilt er die Privatkriege der Feudalherren. Erneut klagt er die weltliche Oberhoheit des römischen Stuhls ein. Doch diesmal sollte den Worten Gewalt folgen. Papst Urban fordert das Konzil auf, Soldaten für die Kirche anzuwerben. Im Namen Christi, anstelle Gottes. Der Papst sagt: Mögen die Räuber Soldaten werden. Mögen diejenigen, die bisher Söldlinge waren gegen ein paar Münzen, jetzt die Streiter Christi werden und die ewige Belohnung gewinnen. Das Konzil beschließt für alle Teilnehmer eines Feldzuges gegen die Türken einen Erlass der kirchlichen Bußstrafen. Die Kirche drohte, die Kirche vergab. Dem Streiter Christi konnte nun der Waffendienst auf die Bußstrafe angerechnet werden. Die Vermeidung des Fegefeuers, die dem Sünder noch wichtiger war, wurde erst später versprochen. Während der Chronist Fulcher von Chartres den Papst in der Kirche reden lässt, meldet Robert der Mönch, die Versammlung habe im Freien stattgefunden. Bei Fulcher fordert Urban nur auf, die Türken aus Kleinasien zu vertreiben und den dort lebenden Christen beizustehen. Robert der Mönch lässt den Papst dieses Feindbild entwickeln: Die Türken foltern die Christen zu Tode. Sie beschneiden die Christen und gießen das Blut auf die Altäre. Sie schänden die Jungfrauen vor den Augen ihrer Mütter und die Mütter müssen dazu schmutzige Lieder singen. Laut Robert verheißt der Papst neben dem himmlischen Lohn auch irdische Beute und nennt als Reiseziel Jerusalem.
und die Menge ruft am Ende begeistert: Deus le volt, Gott will es. Der Krieg im Namen Gottes ist erklärt. Das Zeitalter der Kreuzzüge hat begonnen. Kein anderes historisches Ereignis hat die Gemüter mehr bewegt und die Wahrheitsliebe der Chronisten mehr überfordert als die Kreuzzüge. War Glaubenseifer das Hauptmotiv? Oder Abenteuergeist? Oder Habsucht? Oder alles zusammen? Bei 6 großen und vielen kleinen Kreuzzügen kamen mehr als 10 Millionen Menschen um. Die militärischen Operationen verschoben Macht- und Handelszentren im gesamten Mittelmeerraum. Die Kreuzzugsidee prägte das Mittelalter und wirkte darüber hinaus bis heute. Die Chronisten, die Zeitzeugen, waren parteiisch, Muslims wie Christen. Und doch haben sie oft sehr genau und sehr kritisch beobachtet. Alles, was wir wissen, wissen wir von ihnen. Robert der Mönch lässt den Papst auch über die irdische Not sprechen und den irdischen Reichtum der fernen Länder. Das Land kann die große Bevölkerung nicht ernähren. Es ist arm und ernährt die nicht, die es bebauen. Daher führt der eine gegen den anderen Krieg und verliert dabei oft sein Leben. Damit der Hass zwischen euch aufhöre, sollt ihr nach Jerusalem aufbrechen und es den Heiden entreißen. Gott hat den Kindern Israels dieses Land gegeben, von dem er sagt, dass dort Milch und Honig fließen. Es ist fruchtbarer als alle anderen Länder, ein Paradies voller Köstlichkeiten. Auch andere Quellen belegen ständige Feudalkriege, Hungersnöte, Teuerungen und Endzeitvorstellungen in Europa. Die irdischen Verheißungen der Kreuzzugprediger fielen daher auf fruchtbaren Boden. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Die älteste Darstellung Palästinas. Das Mosaik von Madaba. Für den abendländischen Christen war Jerusalem keine irdische Stadt. Die Berichte von den Reichtümern des Orients und der Wunderwirkung der heiligen Stätten und Reliquien hatten sich vermischt. Jerusalem war das Tor zum Paradies geworden. Das wirkliche Jerusalem entwickelte sich von einer oströmischen Provinzhauptstadt zu einem Wallfahrtsort, nachdem Kaiser Konstantin den christlichen Kult zugelassen hatte. Seine Mutter Helena wurde als Archäologin berühmt. Sie soll das Grab von Christus entdeckt haben. Am Fundort wurde die Grabeskirche gebaut. Pilgerfahrten nach Jerusalem waren strapaziös und teuer. Es lag für die meisten so fern wie der Himmel. Anfang des 7. Jahrhunderts bedrohen die arabischen Reiterheere der ersten Kalifen das oströmisch-byzantinische Reich. Im Jahr 638 rückt die Armee des Kalifen Omar in Palästina ein. Das byzantinische Heer ist geschlagen. Jerusalem kapituliert nach kurzer Belagerung. Der Patriarch übergibt die Stadt an den Kalifen Omar. Der Nachfolger Mohammeds verschont die jüdisch-christliche Bevölkerung, nachdem die Kriegshandlungen beendet sind. Die Araber übernahmen das Erbe der Antike und die byzantinische Verwaltung. Wo nach islamischer Überlieferung der Prophet Mohammed zum Himmel aufgefahren war, wurde die Felsenmoschee erbaut. Jerusalem war auch für Muslims eine heilige Stadt und blieb fast 500 Jahre unter ihrer toleranten Herrschaft. Jerusalem blieb eine vorwiegend jüdisch-christliche Stadt. Verfolgungen gab es selten. Alle verdienten an den Pilgern. Aber die Tolerierung der Christen hatte nicht nur ökonomische Gründe. Der Koran erklärt Juden und Christen zu geschützten Völkern, da sie ebenfalls an die Propheten glauben.
In gewissen Grenzen durften sie ihre Religion frei ausüben und behielten eigene Rechte und Richter. Die Grabeskirche stand christlichen Pilgern weiter offen, als später türkische Statthalter die Macht in Jerusalem übernahmen. Die Toleranz der Muslims war im Westen bekannt. Trotzdem lässt der Chronist Robert den Papst sagen: Die heilige Grabeskirche ist in den Händen eines unreinen Volkes, das die heiligen Stätten beschmutzt und entehrt hat. Wenn der Papst das gesagt hat, hat er gelogen. Robert benutzt schon Floskeln der späteren Kreuzzugspropaganda. Die Türken sind bei ihm bestialische Untermenschen. Bei Fulcher spricht der Papst die Versammlung sachlicher an. Die Türken haben sich bis zum Bosporus ausgebreitet. Darum bitte ich euch, dass ihr dieses verbrecherische Volk rechtzeitig von unseren Ländern verjagt. Der Papst sagt unsere Länder, obwohl Kleinasien seit Jahrhunderten zum Oströmischen Reich, zu Byzanz gehörte. 24 Jahre vor dem Aufruf zum Kreuzzug vernichten seldschukische Türken das byzantinische Heer bei Manzikert und können Kleinasien bis auf einen Küstenstreifen besetzen. Aber Konstantinopel ist nicht in Gefahr. Das Oströmische Reich erwägt sogar eine Offensive gegen die zerstrittenen Türken. Der byzantinische Kaiser hatte dafür Söldner im Westen angefordert. Einen Kreuzzug hatte er allerdings nicht bestellt. Kaiser Alexios hatte Gründe, vorsichtig zu sein. Der römische Kirchenbann gegen ihn war zwar aufgehoben, aber die Kirchenspaltung bestand weiter. Zudem hatten mit dem Papst verbündete Normannen mehrfach Byzanz angegriffen. Das Konzil in Clermont tagt in einer gespannten politischen Lage. Immer mehr weltliche Herren besetzen einträgliche Kirchenämter. Auch die ständigen Feudalkriege bedrohen die Kirchenfründe. Das Konzil verbietet die Laieninvestitur und schränkt Kriegshandlungen ein. Mönche, Kleriker und Frauen genießen an jedem Tag den Gottesfrieden. Für andere Personen ist der Friede nur gebrochen, wenn sie von Donnerstag bis Sonntag angegriffen werden. Krieg zwischen Christen war also nur von Montag bis Mittwoch erlaubt. Papst Urban II. Ruft sowohl zum Krieg als auch zum Frieden auf. Mögen alle, die bei privaten Fehden verbrecherisch gegen Christen kämpfen, sich nun mit den Ungläubigen schlagen. Zum Anführer des Kreuzzuges wird ein Bischof ernannt. Der Papst handelt nun auch als oberster Kriegsherr der Christenheit, in der Nachfolge der römischen Gottkaiser. Mit dem Aufruf zum Kreuzzug verband Urban II. Offenbar drei politische Hauptziele. Er wollte die Position des Kaisers schwächen und die weltliche Oberhoheit des römischen Stuhls demonstrieren. Er wollte land- und beutehungrigen Feudalherren eine neue Aufgabe zuweisen und sie davon abhalten, im Abendland Krieg zu führen. Er wollte mit der Vertreibung der Türken Einfluss auf das Byzantinische Reich und die Ostkirchen gewinnen. Diese Ziele des Papstes waren sicher ebenso legitim wie die seiner Gegner. Aber es kam sowieso alles ganz anders. Nicht Fürsten und Raubritter strömten zusammen, sondern die kleinen Leute. Wanderprediger hatten beim Aufruf zum Kreuzzug nun auch die vollständige Vergebung der Sünden versprochen. Das war mehr, als sie eigentlich durften. Die himmlische und irdische Entlohnung entzündete vor allem die Fantasie der Armen. Ihr Alltag war durch Hunger und Sündenbewusstsein geprägt. Darüber hielten die Prediger das Bild des paradiesischen Jerusalems. Viele ließen alles stehen und liegen, verkauften ihre Habe und folgten den Predigern. Diese Prediger waren Mönche wie Robert d'Abrissel, der Gründer des Ordens von Fontevraud, die die Weltlichkeit der Kirche durch eine Reform überwinden wollten. Der erfolgreichste, Peter der Einsiedler, kam aus der Gegend um Amiens. Er lehnte sogar den Luxus des Waschens ab und muss über eine große Redebegabung verfügt haben. Tausende folgten ihm, auch Frauen und Kinder, und die wenigsten hatten Geld für ihren Unterhalt bei sich. Der Kreuzzugshaufe zieht Anfang April 1096 durch Trier.
Peter von Amiens garantiert den Schutz der jüdischen Gemeinde, verlangt dafür aber die Versorgung der Kreuzfahrer. Der jüdische Chronist Solomon Bar Shimshon kommentiert die Erpressung. Als er hierher kam, verloschen unsere Seelen, brachen unsere Herzen. Wir begannen zu zittern und unser Fest verwandelte sich in Trauer. Wir versorgten den Priester Peter und er zog weiter. Die Juden von Trier konnten sich loskaufen, aber ihre düsteren Ahnungen sollten sich später bestätigen. Das von der Kreuzzugspropaganda erzeugte Feindbild vom barbarischen Heiden wurde bruchlos auf Juden übertragen. Die christlichen Chronisten berichten von Massakern an Juden teils mit Genugtuung, teils mit Abscheu. Die Chronik des Juden Solomon Bar Shimshon ist eine einzige Klage, in der der Schrei der gequälten Opfer widerhallt. Nach Albert von Aachen ist Peter der Einsiedler der Urheber der Kreuzzüge. Peter hat zuerst mit aller Leidenschaft zu diesem Zug aufgerufen und in Frankreich mit allen Künsten das Volk dafür gewonnen. Diese Miniatur gibt diese Version wieder. Sie zeigt Peter von Amiens in der Grabeskirche in Jerusalem. Im Schlaf erscheint ihm Christus und beauftragt ihn, die Gläubigen im Abendland aufzufordern, Jerusalem und die heiligen Stätten zu befreien. Peter von Amiens lässt sich die Erscheinung vom Patriarchen von Jerusalem bestätigen und überbringt das Hilfeersuchen dem Papst, der daraufhin den Kreuzzug ausruft. Ob Peter das selbst gepredigt hat, ist unbekannt. Gewirkt haben seine Worte offensichtlich. Beim Aufbruch folgen ihm mehr als 20.000 Menschen. Die meisten waren arm und unbewaffnet. Ein Vortrupp unter einem Ritter namens Walter Sans Savoir hatte sich schon vor Peter von Amiens auf den Weg gemacht und erreichte Ende Mai 1096 die Stadt Semlin bei Belgrad. Hier kommt es zu Händeln mit den Einheimischen auf dem Markt. 16 Kreuzfahrer der Nachhut werden dabei vollständig ausgeraubt. Splitternackt kehren sie zum Haupttrupp zurück, der inzwischen Belgrad erreicht hatte. Der Trupp von Walter Sans Savoir lagert Ende Mai vor den Mauern der byzantinischen Stadt Belgrad. Der Statthalter weiß nichts von einem Kreuzzug. Wenn Kaiser Alexios in Konstantinopel überhaupt mit einem Ritterheer rechnete, dann erst Monate später. Der byzantinische Beamte ist also ohne Anweisungen und weigert sich, den unbekannten Trupp mit Lebensmitteln zu beliefern. Darauf beginnen die Kreuzfahrer mit der Selbstversorgung. Albert von Aachen beschreibt den Vorfall. Walter und seine Begleiter wurden zornig und raubten mit Gewalt das Vieh, das vor der Stadt weidete. Es kam zu Feindseligkeiten zwischen den Griechen, die ihre Herden zurückgewinnen wollten, und den Pilgern, und man hob an, die Klingen zu kreuzen. Die katholischen Chronisten bezichtigen in der Regel die Byzantiner des Verrats, der Heimtücke und der Feigheit. So auch Albert von Aachen, der berichtet, 140 Pilger seien in einer Kirche verbrannt worden. Auch nach dieser Miniatur wurden wehrlose Pilger ermordet. Tatsächlich haben die Kreuzfahrer offenbar Verluste. Die meisten erreichen aber die nächste byzantinische Stadt und werden dort freundlich empfangen und versorgt. Peter von Amiens erreichte mit dem Hauptzug die Donau Anfang Mai. Ein Teil der Kreuzfahrer setzte die Reise zu Schiff auf der Donau fort. Diese angenehmste Art der Fortbewegung konnten sich allerdings nur Bessergestellte leisten.
Die Mehrzahl der Pilger hatte sich vorgenommen, den Weg nach Jerusalem zu Fuß zurückzulegen. Der Hauptzug reiste auf dem Landweg weiter. Für die meisten waren selbst Esel und Maultiere unerschwinglich. Die wenigen Ritter im Zug, vielleicht einige hundert, hatten je nach Vermögen mehrere Pferde, die allerdings in der Not oft am Bratspieß endeten. Man reiste noch immer weitgehend auf römischen Straßen. Die römischen Straßen haben das Römische Reich lange überdauert. Auf byzantinischem Gebiet wurde das Straßennetz weiter unterhalten. So konnten auch größere Haufen mit Karren und Fußgängern um die 40 Kilometer am Tag bewältigen. Proviant und Kranke wurden so weit wie möglich auf Karren mitgeführt. Bei dem schlecht organisierten Kreuzzug der Armen dürfte das die Ausnahme gewesen sein. Es marschierten nicht nur Ritter und Räuber im Zug, die der Papst ausdrücklich aufgefordert hatte, sondern auch Bauern, Frauen und Kinder. Der Chronist Eckhard von Aura glaubt nicht, dass sie alle fromm sind und sieht den Teufel am Werk. Er zögerte nicht, unter die gute Saat Unkraut zu säen, falsche Propheten zu erwecken und unter die Heere des Herrn falsche Brüder und ehrlose Weiber zu mischen unter dem Schein der Frömmigkeit. Denkbar ist allerdings, dass bei manchen die fromme Sehnsucht der Ernüchterung wich, als sie gewahr wurden, dass Jerusalem nicht gleich hinter Regensburg lag. Ende Mai erreicht der Zug die ungarische Grenze bei Ödenburg. Der ungarische König gewährt freien Durchzug, verbietet aber ausdrücklich das Beutemachen. Nach Albert von Aachen verläuft der Marsch friedlich. Nach Guibert de Nogent kommt es zu Morden, Plünderungen und Vergewaltigungen. In der zweiten Junihälfte wird die Stadt Semlin bei Belgrad erreicht. Hier sieht Peter von Amiens die Kleider und Waffen der 16 beraubten Kreuzfahrer an den Mauern hängen. Albert von Aachen. Jetzt, da er selbst die Waffen und Beutestücke sah, erfuhr Peter von dem Unrecht, das seinen Brüdern angetan wurde, und rief zur Rache auf. Sofort erschallen laut und kräftig die Signale der Bläser. Mit flatternden Fahnen stürmt das Heer gegen die Stadt. Das ganze Heer, Fußvolk wie Reiter, erzwang den Eingang in die Stadt. Die meisten Bewohner konnten nicht fliehen und mussten noch vor der Pforte den Pilgern über die Klinge springen. Doch gelang es mehreren, zu Schiff zu entkommen. Es fielen dort von den Ungarn ungefähr 4000 Mann, von den Pilgern waren nur 100 erschlagen worden. Nach diesem Sieg blieb Peter mit seinen Truppen noch 5 Tage in Semlin, der reichen Beute wegen. Albert von Aachen missbilligt die Rechtsverletzungen und schreibt sie kriminellen Elementen zu. Sie hatten sich nicht von Unberufenen freigehalten, von Sündern und Unzüchtigen. Und mit den Weibern und Mädchen, die zu gleichem leichtfertigen Tun ausgezogen waren, war ein beständiges Ergötzen. Als die Leichen der erschlagenen Ungarn die Donau hinab an der Stadt Belgrad vorbeitrieben, entschloss sich der byzantinische Statthalter zum Rückzug. Die Bürger schickte er mit allem, was sie forttragen konnten, in die umliegenden Wälder. Die Kreuzfahrer plündern nun auch Belgrad und zünden die Stadt an. Die Kreuzzugsidee hatte begonnen, Spuren in der Wirklichkeit zu hinterlassen.
Als Peter von Amiens erfährt, dass sich ein ungarisches Heer nähert, um die Toten von Semlin zu rächen, zieht er weiter und erreicht Anfang Juli die Stadt Nisch. Der byzantinische Statthalter verhandelt mit Peter von Amiens. Um die Bürger zu schützen, verlangt der Beamte Sicherheiten. Die Kreuzfahrer stellen daraufhin zwei Unterführer als Geiseln. Die Atmosphäre ist freundlich. Nun wurde den Pilgern erlaubt, alles, was sie brauchten, zu kaufen. So viel und wo sie wollten. Ja, die Bürger schenkten jenen, die kein Geld hatten, eine Menge von Almosen. Notiert Albert von Aachen. Nach rechtloser Gewalttätigkeit zeigt sich der Wunsch nach Frieden, der durch Recht gesichert ist. Die Marktordnung war ein solches Rechtssystem. Nach dem friedlichen Abzug der Kreuzfahrer kehren allerdings 100 Schwaben zur Stadt zurück. Albert von Aachen. Wegen eines erbärmlichen Streites mit einem Händler warfen sie Feuer in 7 Mühlen, die an der Brücke am Fluss standen, und äscherten sie völlig ein. Eine unterschlächtige Wassermühle ist bei Nisch noch in Betrieb. Sie funktioniert noch so wie im Mittelalter. Die Zerstörung von Mühlen stellte eine schwere Rechtsverletzung dar. Als lebensnotwendige Einrichtungen standen sie unter besonderem Rechtsschutz, auch in Kriegszeiten. Albert von Aachen drückt seine Empörung aus, indem er die Bürger von Nisch sagen lässt: Peter und seine Gefährten sind falsche Christen. Es sind Räuber und keine friedlichen Menschen. Sie haben jetzt diesen Brand gelegt und danken so für die genossene Wohltat. Die Bauern in den unbefestigten Dörfern hatten am meisten unter durchziehenden Kriegshaufen zu leiden. Lagen eine Stadt oder eine Fluchtburg in der Nähe, zogen sie sich dorthin zurück. Sonst blieben ihnen nur die Wälder. Die Bauern zahlten an ihren Lehnsherrn oder den Staat hohe Abgaben. Dafür versprachen die Oberen, die Bauern zu schützen, wenn die militärischen Kräfte es erlaubten. Beim Durchzug größerer Heere waren die Bauern meist schutzlos. Die meisten Bauern hatten ihre Not, sich selbst zu ernähren, obwohl die Anbaumethoden im 11. Jahrhundert verbessert worden waren. Der Mehrertrag führte zu einer Zunahme der Bevölkerung, aber die Bauern blieben arm. Wenn sie in ihrer Not das Saatgetreide verzehrten, brach im Jahr darauf eine schwere Hungersnot aus. Nach dem Durchzug eines plündernden Heeres besaßen die Bauern nur das, was sie versteckt hatten. Handwerk und Handel waren im Byzantinischen Reich hoch entwickelt, stagnierten aber. In der Heimat der Kreuzfahrer war das Niveau niedriger, die Wachstumsraten dafür aber höher. Die Kreuzzüge haben offenbar etwas mit dieser Dynamik des europäischen Feudalismus zu tun. Die Bauern im Byzantinischen Reich waren ebenso arm wie die Bauern, die ihnen als Kreuzfahrer die Ernte wegnahmen. Und einige begingen offenbar mehr als Mundraub. Der Chronist Guibert: Getrieben von abscheulicher Wut setzten die Kreuzfahrer die öffentlichen Getreidespeicher in Brand, entführten die jungen Mädchen und taten ihnen Gewalt an. Nach dem Anzünden der Mühlen griffen die Kreuzfahrer auch noch die Stadt Nisch an. Schließlich machen die byzantinischen Truppen einen Ausfall. Albert von Aachen: 2 Meilen weiter wurde das Heer überfallen und viele wurden erschlagen oder gefangen genommen. Und auch der Wagen Peters mit unermesslichen Mengen von Gold und Silber wurde erbeutet und sogleich mit den Gefangenen nach Nisch zurückgeschickt. Viele Männer waren getötet worden.
Kinder wurden ihren Müttern entrissen und dazu unzählige Frauen und unverheiratete Mädchen weggeschleppt. Nach Albert wurde ein Viertel der Kreuzfahrer niedergehauen. Die Überlebenden konnten sich wieder sammeln und lebten von unreifem Korn, das sie von den Feldern stahlen. Hier war nicht das Land, wo Milch und Honig flossen. Ab Sofia verhinderten Polizeitruppen aus Konstantinopel weitere Zwischenfälle und stellten die Versorgung der Kreuzfahrer sicher. Mitte Juli erreichten sie Philippopel. Gesandte aus Konstantinopel hatten ausgerichtet, der Kaiser habe Peter verziehen. Die Bevölkerung von Philippopel schenkte den Kreuzfahrern Geld, Pferde und Maultiere. Peter soll vor Freude geweint haben. Im August hatten die Kreuzfahrer 2500 Kilometer hinter sich. Den halben Weg bis Jerusalem hatten sie geschafft. Sie erblickten Konstantinopel. Byzanz, von Kaiser Konstantin zur Hauptstadt Ostroms erhoben, war unter seinen Nachfolgern mit mächtigen Mauern umgeben worden. Germanen, Slawen und Araber waren an ihnen gescheitert. So überlebte hier die hellenistisch-römische Zivilisation. Konstantinopolis war die größte und reichste Stadt der Welt. Das Byzantinische Reich wurde zwar ständig von inneren Krisen geschüttelt und hatte Kleinasien an die Türken verloren, es war aber militärisch und ökonomisch noch immer eine Weltmacht. Peter von Amiens wurde von Kaiser Alexios empfangen und erhielt ein Vermögen in Goldstücken als Geschenk. Der Kaiser schlug vor, die Weiterreise durch türkisches Gebiet zu verschieben, bis weitere Truppenteile in Konstantinopel eintreffen würden. Die Tochter des Kaisers und spätere Chronistin Anna Komnena war von Peters Auftreten im Palast beeindruckt. Den Kreuzfahrern dürften in Konstantinopel die Augen übergegangen sein. Es gab handwerkliche Großbetriebe, Wasserleitungen, Straßenbeleuchtung und überquellende Märkte. Der ganze Reichtum der Stadt spiegelte sich in der berühmten Hagia Sophia. Anna Komnena beschreibt die Pilger. Diese wie von einer Glut entflammten Menschen um Peter strömten scharenweise herbei. Alle Straßen wimmelten von Menschen, deren Antlitz den Ausdruck froher Stimmung trug und den Eifer, den Weg des Himmels einzuschlagen. Dem Himmel näher fühlten sich die Pilger, wenn sie in den Kirchen die heilspendenden Gebeine der Heiligen, die Dornenkrone oder Teile des wahren Kreuzes besichtigten. Der Besitz solcher Reliquien war einträglich. Eine Stadt mit einer bedeutenden Reliquie wurde zu einem Wallfahrtsort. Als Kreuzritter 100 Jahre später Konstantinopel eroberten, wanderten die meisten Reliquien in die Kirchenschätze Europas. Die Pilger des Jahres 1096 begnügten sich mit der Besichtigung der heiligen Gegenstände. Wenig heiligmäßig war die Entwicklung in Deutschland nach dem Aufbruch Peters. Am 3. Mai rückte Graf Emich von Leiningen mit Kreuzfahrern in Speyer ein, um die jüdische Gemeinde anzugreifen. Albert von Aachen äußert sich mit Empörung über die Angriffe auf die Juden. Ich weiß nicht, ob es nach Gottes Ratschluss oder aus der Verirrung des Geistes geschah. Sie erhoben sich in einem Anfall von Grausamkeit gegen das jüdische Volk,
das zerstreut in verschiedenen Städten wohnte, und richteten ein höchst grausames Blutbad an. Wie in anderen Städten stellte der Bischof von Speyer die Juden gegen Bezahlung unter seinen Schutz. Die Kreuzfahrer ergriffen trotzdem 11 Mitglieder der Gemeinde und brachten sie um, weil sie die Taufe ablehnten. Die übrigen konnten sich retten, wahrscheinlich im Palast des Bischofs. In den aufblühenden Städten hatten es viele Juden als Handwerker, Händler und Geldverleiher zu Wohlstand gebracht. Ihre Schulen waren neben den Klöstern die einzigen Stätten der Gelehrsamkeit. Das erregte immer wieder die Missgunst der Mitbürger. Die Kreuzzugsstimmung führte zu dem Vorwurf, die Juden hätten schließlich den Heiland ans Kreuz geschlagen. Die Mischung aus Habgier und Wahn wurde für die Juden zur tödlichen Bedrohung. Für Jahrhunderte. Daher sind auch die Spuren jüdischen Lebens so spärlich. Ein paar Tage später dringt der Trupp unter Graf Emich von Leiningen in Worms ein. Auch in Worms versuchte der Bischof, die Juden in seinem Palast zu schützen. Doch die Autorität der Kirche konnte die Meute nicht zurückhalten. Der jüdische Chronist Solomon Bar Shimshon: Der Feind behandelte sie mit der gleichen Grausamkeit wie die anderen vorher und überlieferte sie dem Schwert. Andere nahmen sich selbst das Leben und erfüllten das Wort: Die Mutter wurde in Stücke gehauen mit ihren Kindern. Der Feind riss ihnen die Kleider vom Leibe, trieb sie zusammen und brachte sie um. Nur wenige, die sich mit profanem Wasser taufen ließen, wurden geschont. Das Gemetzel fand im bischöflichen Palast statt, der heute nicht mehr vorhanden ist. Die Kreuzfahrer, Seite an Seite mit Einheimischen, wüteten auch in der Stadt. Der Chronist: Sie nahmen die Tora-Rolle, traten sie in den Schmutz und verbrannten sie. Wer im Hause blieb, wurde von diesen Wölfen umgebracht. Männer, Frauen, Kinder und Alte. Sie rissen die Treppen ab, zerstörten die Häuser, raubten und plünderten. Der Feind verschlang die Kinder Israels mit offenem Maul. Chronist Solomon Bar Shimshon: In 2 Tagen wurden ungefähr 800 erschlagen und nackt verscharrt.
Der Trupp von Graf Emich steht am 25. Mai vor Mainz. Die Tore sind zunächst verschlossen. Kaiser Heinrich IV. Hatte angeordnet, die Juden seien zu schützen. Aber sein Vasall, Gottfried von Bouillon, griff nicht ein, obwohl er von den Kölner Juden dafür bezahlt worden war. Mainzer Bürger öffnen schließlich die Tore und lassen die Kreuzfahrer in die Stadt. Der Bischof nahm die Juden gegen Bezahlung in seinem Palast auf. Graf Emich erhielt 7 Goldpfund mit der Bitte um Schonung. Vergeblich. Der Bischofspalast wurde angegriffen, nach heftiger Gegenwehr mussten die Juden der Übermacht weichen. Bischof Ruthard fühlte sich nun selbst bedroht und floh mit seinem Gefolge. Albert von Aachen berichtet, was dann geschah. Die Juden aber, als sie sahen, wie die Christen sich gegen ihre Kinder erhoben und kein Alter verschonten, ergriffen nun gegen sich selbst und die eigenen Glaubensbrüder die Waffen, gegen die eigenen Kinder und Frauen, Mütter und Schwestern und töteten sich gegenseitig. Es ist schon Sünde, es zu erzählen, wie Mütter mit dem Messer ihren Säuglingen die Kehle durchschnitten oder sie durchbohrten. So grausam wurden die Juden hingemordet. In Mainz starben über 1000 Juden, aber dabei blieb es nicht. Einzelne Haufen griffen die jüdischen Gemeinden in fast allen rheinischen Städten an. Mehr als 10.000 wurden beraubt und umgebracht. Einige Chronisten sind menschlich berührt und bedauern, dass die Kreuzzugsidee auf diese Weise beschädigt wurde. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der zeitgenössische Chronist Frutolf. In den Städten, die sie durchzogen, vernichteten sie die verruchten Überreste der Juden als die eigentlichen Feinde der Kirche oder zwangen sie zur Taufe. Die meisten kehrten jedoch später zu ihrem Glauben zurück, wie die Hunde zum Erbrochenen. Albert von Aachen. So grausam also wurden die Juden hingemordet. Und nun setzten, beladen mit der jüdischen Beute, Emich und diese ganze unerträgliche Gesellschaft von Männern und Weibern ihre Fahrt nach Jerusalem fort. Andere verschieben ihre Abreise. Ein Trupp macht noch einen Abstecher nach Trier. Der Bischof predigt in St. Simeon, die Juden sollten geschont werden und versucht sie in seinem Palast zu schützen. Als die Kreuzfahrer dem Bischof mit dem Tode drohen, gibt er nach und fordert die Juden auf, sich taufen zu lassen. Wer sich weigert, wird von den Kreuzfahrern umgebracht. Bedienstete des Bischofs schleppen jüdische Frauen und Kinder gewaltsam zur Taufe. Wieder kommt es zu Selbstmorden. Viele stürzen sich in die Mosel. Der Trupp zog mordend und plündernd rheinabwärts bis Xanten. Ein Teil der Kreuzfahrer verzichtete auf die Weiterreise, nachdem in den rheinischen Städten nichts mehr zu holen war. Die anderen zogen nach Osten weiter. Als sich die Trupps Regensburg nähern, werden auch hier die Juden zwangsgetauft. Solomon Bar-Schimschon schreibt: Die Bürger der Stadt trieben sie zum Fluss. Dann machten die Feinde ein schlimmes Zeichen über dem Wasser, waagrecht und senkrecht, und befleckten sie alle gleichzeitig im Fluss, denn es waren sehr viele. Sie kehrten zum Herrn zurück, sobald der Feind weitergezogen war.
Nach seiner Rückkunft aus Italien erlaubt Heinrich IV. Den unter Zwang getauften Juden zu ihrem Glauben zurückzukehren und bestraft einige Schuldige. Vor Emich erreicht ein deutscher Trupp unter dem Prediger Gottschalk die ungarische Grenze. Obwohl freundlich empfangen, beginnen die Kreuzfahrer zu plündern und töten die Bauern, die sich wehren. Der ungarische König lässt die Kreuzfahrer daraufhin bei Stuhlweißenburg entwaffnen und niedermetzeln. Ähnlich ergeht es einem Haufen, der vorher die jüdische Gemeinde in Prag überfallen hatte. Die Geduld der Ungarn ist offenbar am Ende. Graf Emich kommt mit seinem Heer kurz danach in Ungarn bei Wieselburg an. Der König sperrt die Brücke über den Donauarm. Wochenlang versuchen die Kreuzfahrer, die Brücke zu stürmen. Schließlich überwinden die Kreuzfahrer die ersten Mauern. Der Sieg scheint ihnen sicher. Albert von Aachen. Da überfiel das ganze Pilgerheer plötzlich eine so große Furcht, dass sie sich alle zur Flucht wandten. Die Ungarn sahen, dass diese tapferen Helden plötzlich den Mut verloren. Sie brachen aus den Toren heraus, folgten den Fliehenden, machten die meisten von ihnen nieder und nahmen viele gefangen. Unter dem Fußvolk der Pilger, unter Männern wie Frauen, wurde ein fürchterliches Morden angerichtet. Nur einige Berittene können entweichen. Graf Emich von Leiningen reitet nach Hause. Über das Ableben von Emich von Leiningen liegt eine Nachricht vor. Die Kölner Königschronik vermerkt: 1117. Friedrich, Herzog von Schwaben, hat einen schweren Kampf mit den Mainzern zu bestehen. Dabei wird Graf Emich erschlagen. Emich von Leiningen kam bei einem Krieg um, den ein Graf gegen einen Bischof führte. Die Feudalkriege um Macht und Besitz in Europa gingen also weiter. Auch die Angriffe auf die Juden und Ungarn bedeuteten einen Bruch des Gottesfriedens, den der Papst erlassen hatte. Eine Hoffnung des Papstes erfüllte sich also nicht. Frieden in Europa. Auch die Vertreibung der Türken gestaltete sich etwas schwieriger als geplant. Anfang August 1096 hatten sich die Kreuzfahrertrupps vor Konstantinopel vereinigt. Kaiser Alexios übernahm ihre Versorgung und riet ihnen ab, vor dem Eintreffen weiterer Verstärkungen nach Kleinasien überzusetzen. Ein Teil der Kreuzfahrer begann nun auch hier, den Kriegszustand herzustellen. Der Chronist, der Gesta Francorum: Diese Christen benahmen sich niederträchtig, plünderten die Stadtpaläste und zündeten sie an, stahlen das Blei von den Kirchendächern und verkauften es. Schließlich wurde es dem Kaiser zu viel und er befahl die Überquerung des Bosporus. Am 6. August 1096 befördert die byzantinische Flotte die Kreuzfahrer nach Kleinasien. Der Küstenstreifen Kleinasiens gegenüber von Konstantinopel war in byzantinischer Hand. Der Chronist: Nachdem sie übergesetzt hatten, ließen sie von ihren Missetaten nicht ab. Sie brandschatzten Häuser und sogar Kirchen. Kleinasien wurde hauptsächlich von griechisch-orthodoxen Christen bewohnt. Ihre Kirchen waren anders, ihr Ritus war anders, sie trugen andere Kleider, sie sprachen anders. Eine byzantinische Kirche war den Kreuzfahrern so fremd wie eine Moschee. Der Papst hatte sie zur Vernichtung der Heiden ausgesandt. Heiden waren damit rechtlos. Nun waren alle gefährdet, die von der Norm abwichen. Und die ersten Opfer waren die Juden. Jetzt beraubten Kreuzfahrer fremdartige Kirchen und töteten Christen. Die Kreuzzugsidee lieferte einfachen Gemütern allzu leicht Rechtfertigungen. Auch für Taten, die in normalen Kriegen geächtet waren. Alexios wies den Kreuzfahrern ein befestigtes Feldlager zu. Die genaue Lage ist nicht mehr lokalisierbar.
Von hier aus führt der Weg in das Innere Kleinasiens nach Jerusalem über einen Gebirgszug. In dieser Richtung unternahmen die Kreuzfahrer Beutezüge, obwohl der Kaiser sie mit Proviant versorgte. Die Opfer waren christliche Bauern, sowohl auf byzantinischem Gebiet als auch auf türkischem. Franzosen, Deutsche und Italiener operierten eifersüchtig auf eigene Faust. Peter von Amiens hatte offenbar seinen Einfluss verloren. Bei den Vorstößen näherten sich die Trupps der nächsten größeren Stadt, dem von Türken beherrschten Nikäa. Die byzantinische Chronistin. Sie begannen in der Umgebung von Nikäa zu plündern und gingen mit äußerster Grausamkeit vor. Sie pfählten Kinder und rösteten sie auf dem Feuer. Erwachsene wurden auf alle möglichen Weisen gefoltert. Die Opfer waren Christen. Albert von Aachen spricht nur von Plünderungen. Sie raubten dort Vieh, Schafe und Ziegen, die den Griechen gehörten, die türkische Untertanen waren. Peter von Amiens war betrübt. Schließlich hatte der Papst dazu aufgerufen, den Christen in Kleinasien gegen die Türken beizustehen. Hier von Nikäa waren die Türken die einzigen, die den Christen noch gegen plündernde Kreuzfahrer beistehen konnten. Nikäa war die Hauptstadt des jungen Seldschukenfürsten Kılıç Arslan ibn Süleyman, der weite Gebiete Kleinasiens beherrschte. Die türkische Garnison und die Griechen in Nikäa konnten das Gemetzel vor den Toren beobachten. Anna Komnena. Als die Bewohner der Stadt die Vorgänge bemerkten, öffneten sie die Tore und machten einen heftigen Ausfall. Kreuzfahrer behalten die Oberhand. Aslan will nun sofort die Entscheidungsschlacht, aber seine Emire halten ihn zurück. So können die Kreuzfahrer mit ihrer Beute in ihr Lager abziehen. Die erbeuteten Wertsachen machen Eindruck. Ein deutsches Kontingent bricht auf und besetzt eine Burg an der Straße nach Nikäa. Die Ortsangaben sind ungenau. Einiges weist auf einen Hügel bei dem Dorf Derebent hin. In den Berichten ist von einer Quelle die Rede. Vielleicht ist es der heutige Dorfbrunnen. Die Deutschen werden in der Burg von einem türkischen Heer eingeschlossen. Ein Chronist berichtet, die Belagerten hätten vor Durst ihren Urin getrunken, weil die Quelle außerhalb der Burg lag. Der Chronist fährt fort. Der deutsche Anführer einigte sich mit den Türken und floh mit vielen Männern. Wer blieb und Christus nicht abschwören wollte, wurde getötet. Die Gefangenen wurden wie Schafe unter den Türken aufgeteilt. Einige wurden als Zielscheibe aufgestellt und mit Pfeilen erschossen. Andere wurden verkauft wie wilde Tiere. Daraufhin fällt im Lager der Kreuzfahrer die Entscheidung, die Türken anzugreifen. Ein türkisches Heer kommt entgegen, schlägt die bewaffneten Kreuzfahrer und greift das Lager an. Übereinstimmend berichten die Chronisten, dass im Lager der Christen alle getötet wurden, die als Sklaven nicht in Betracht kamen. Albert von Aachen. Sie töteten mit dem Schwert, was sie an Mühseligen und Schwachen allen Alters fanden. Priester und schwangere Frauen, Mönche und Säuglinge. Nur zarte Mädchen und Nonnen und bartlose junge Männer, schön und anmutig von Gesicht, verschonten sie und führten sie weg in Gefangenschaft. Diese Miniatur hat die Überschrift: Wie durch Dummheit die Unseren durch Soliman geschlagen werden. Albert von Aachen sieht andere Gründe für die Niederlage. Das alles war wohl Gottes Hand gegen die Pilger, die vor seinem Angesicht durch Unkeuschheit und allzu große Schändlichkeit gesündigt.
Der Kaiser gibt der Flotte die Anweisung, die Überlebenden abzuholen. Die Geretteten werden vorsichtshalber entwaffnet. Peter von Amiens war in Konstantinopel, als die von ihm Geführten vernichtet wurden. Die wenigen Überlebenden erwarteten hier die nachrückenden Kreuzritterarmeen. Sie waren ausgezogen, um das himmlische und das irdische Jerusalem zu gewinnen. Das irdische Jerusalem wurde 3 Jahre später von Kreuzrittern erobert. Von den Bewohnern, Muslims, Juden und Christen, überlebten nur wenige. Die Sieger eigneten sich die gesamte Habe der Toten an. Dabei hatte das Konzil in Clermont ausdrücklich bestimmt: Wer nur aus Frömmigkeit und nicht zur Erlangung von Ehre oder Geld nach Jerusalem zieht, um die Kirche zu befreien, dem soll dies auf die ganze Buße angerechnet werden. Es waren die weniger Bemittelten, die nach Jerusalem aufgebrochen waren. Sie zogen durch die reichsten Länder der damaligen Welt. Der Verzicht auf Bereicherung musste ein frommer Wunsch des Konzils bleiben. Für die Christen des Mittelalters war die Hölle etwas Wirkliches, wo es wirklich heiß war. Und im Paradies flossen wirklicher Honig und wirkliche Milch. Die Hoffnung auf Vergebung der Sünden dürfte ein wichtiges Motiv für die Kreuzfahrt gewesen sein. Streng genommen hatten nun viele Schuld auf sich geladen oder die Bedingungen nicht erfüllt. Aber jeder konnte hoffen, der Verdammnis doch noch entgehen zu können. Die Kirche bot mehrere Verfahren zur Abtragung der Bußschuld. So frohlockten die Sieger, während der Geruch der Leichenverbrennungen noch schwer über der Stadt lag. So vorlockte die abendländische Christenheit. Ihr gehörte Jerusalem. Die Hölle war überwunden. Das Buch zur Serie Die Kreuzzüge, Krieg im Namen Gottes von Peter Milger ist im Buchhandel erhältlich oder kann dort bestellt werden.